drei Fragestunde der Stadträtinnen und Stadträte. Wie ich es eingangs gesagt hatte, es beginnt heute die SPD-Fraktion. Und das wäre nach meiner Liste Herr Steinmann-Fischer. Bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Frage bezieht sich auf einen offenen Brief, den wahrscheinlich mehrere Stadträte und die Verwaltung erhalten haben. Konkret geht es um den Abriss des denkmalgeschützten Gebäudes Silberfund 2 in Alt-Gorbitz, der der Erhaltungssatzung und dem Denkmalschutz zufolge eine Genehmigung bedarf. Und dazu habe ich drei Fragen. Ich stelle die wegen dem Sinnzusammenhang gleich alle drei. Zum einen, wie schätzt die Stadtverwaltung den Zustand des Gebäudes vor dem Abriss ein? Gab es Anzeichen für eine bewusste unterlassene Instandhaltung durch den Eigentümer mit dem Ziel einer Genehmigung des Abrisses? Und letztlich, wurde der Abriss eigentlich genehmigt? Und wenn ja, mit welcher Begründung? Die Beantwortung übernimmt Frau Klebsch. Ja, Herr Steinmann-Fischer, lassen Sie mich voranstellen. Das, was ich Ihnen vortrage, ist sozusagen auch eine Zuarbeit aus der Bauaufsicht. Aber eine zweite Vorbemerkung. Mir liegt bis heute dazu kein Brief vor. Insofern ist es schade und man hätte vielleicht noch aktiv werden können, aber zu konkret zu Ihren Fragen. Das Gebäude befand sich in einem ruinösen Zustand. Der Zustand des Gebäudes stellte sich dabei von innen noch deutlich dramatischer dar als von außen. Aufgrund der Nutzungsaufgabe und des jahrzehntelangen Leerstandes war die Bausubstanz durchfeuchtet und die Standsicherheit des Gebäudes gefährdet. Es gab massive Gebäudeschäden, tragende Teile waren durch großflächigen Hausschwammbefall und Fäulnis stark geschwächt, sodass es bereits zu Deckeneinbrüchen über Erd- und Obergeschoss gekommen war. Sie haben noch Nachfragen, oder? Genau, die zweite Frage war, gab es ein Anzeichen für eine bewusste unterlassene Instandhaltung durch den Eigentümer mit dem Ziel der Genehmigung des Abrisses und letztlich wurde der Abriss dann final genehmigt oder nicht? Also uns sind keine Anzeichen für eine bewusst unterlassene Instandhaltung bekannt und durch das Amt für Kultur und Denkmalschutz wurde im Einvernehmen mit dem Landesamt für Denkmalpflege dem Abbruch des Gebäudes bis Oberkante, Decke, Kellergeschoss zugestimmt. Durch die massiven Gebäudeschäden wäre eine Sanierung des Gebäudes im Rahmen des Zumutbaren nicht mehr möglich gewesen. Die Kellergewölbe, welche weiterhin als Kulturdenkmal in der Denkmalliste erfasst bleiben, waren zu erhalten und entsprechend zu sichern. Dies ist nach unserem Kenntnisstand erfolgt. Aus bauordnungsrechtlicher Sicht war eine Abrissgenehmigung nicht erforderlich. Eine Genehmigungspflicht aufgrund der für das Gebiet geltenden Erhaltungssatzung tritt bei der hier vorliegenden Gefährdung der öffentlichen Sicherheit in den Hintergrund. Sofern der Eigentümer die Beseitigung nicht selbst veranlasst hätte, wäre sie aufgrund der von dem Gebäude ausgehenden Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bauaufsichtlich anzuordnen gewesen und hätte unter Umständen per Ersatzvornahme durch die Landeshauptstadt Dresden selbst vorgenommen werden müssen. Vielen Dank. Als nächstes frage die FDP-Freie Bürgerfraktion, Herr Professor Giebel. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Frage betrifft die Mehrarbeit von städtischen Mitarbeitern bei der Bewältigung von Asylaufgaben. Aktuell haben wir die Situation, dass viele Bereiche der Verwaltung aufgrund der Aufgaben in Bereichen Asyl und Integration vor große Herausforderungen gestellt wurden und werden. Und laut der öffentlichen Wahrnehmung und auch aus der Medienberichterstattung heraus hat dies zu einer deutlichen und gestiegenen Mehrbelastung vieler Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung geführt. Aus diesem Grund möchte ich gern wissen, wie hoch ist die Mehrbelastung für die Verwaltung und wie viele Überstunden sind in den betroffenen Ämtern, die mit Asylaufgaben betraut sind, angefallen? Wie ist die Regelung innerhalb der Stadtverwaltung zu Überstunden in diesem Bereich? Werden diese bezahlt oder durch Freizeit ausgeglichen? Und als zweite Frage, wie schätzt die Verwaltung die weitere Entwicklung der Arbeitsbelastung und auch Mehrbelastung von Mitarbeitern im Jahr 2016 und 2017 ein, insbesondere unter Berücksichtigung der aktuell rückläufigen Asylbewerberzahlen und auch unter Beachtung der Tatsache, dass ja neue Stellen geschaffen wurden? Die Beantwortung übernimmt Herr Dr. Lames. Ja, Herr Dr. Giebel, zunächst mal zur begrifflichen Lage. Wir können in aller Regel nicht von Überstunden sprechen, weil das gesonderte Anordnungen sind, die über die in den Arbeitszeitregelungen vereinbarten Arbeitszeiten hinausgehen, sondern was anfällt und das allerdings auch in erheblichem Umfang, das sind Mehrarbeitsstunden, die dann in der Dienstvereinbarung zur gleitenden Arbeitszeit zu behandeln sind.
Ich kann Ihnen zu meinem Bedauern da keine genauen Angaben dazu machen, weil diese Mehrarbeitsstunden in der Gleitzeit zwar individuell erfasst werden, aber nicht zentral und für uns ablesbar. Der Ausgleich dieser Arbeitsstunden erfolgt durch Freizeitausgleich, grundsätzlich nur in Einzelfällen erfolgte und erfolgt auch eine finanzielle Abgeltung. Das sind aber in der Tat wirklich ganz vereinzelte Fälle. Und noch die Nachfrage zum Punkt 2. Gibt es Ihrerseits schon Prognosen für die aktuelle Situation in diesem Jahr und im nächsten Jahr, wie sich das eventuell, ob es auch durch die neu geschaffenen Stellen da zu einer weiteren Mehrbelastung entsprechender Bereiche kommt? Ja, wir haben ja in erheblichem Umfang Stellen bereitgestellt, um diesen Druck auf die einzelnen damit befassten Beschäftigten zu vermindern. Und erhoffen uns dadurch natürlich auch, dass wir diese Spitzenbelastungen abbauen können und dass wir dann auch zum Abbau von Mehrarbeitsstunden kommen. Grundlage von allem ist natürlich die Frage, wie viele Asylsuchende werden zu uns kommen. Und insofern sind wir den Unsicherheiten der Prognose ausgesetzt, wie eigentlich alle Bereiche der öffentlichen Verwaltung auch. Sie gehen aber davon aus, dass Ihre Maßnahmen dazu beigetragen haben, dass keine Mehrbelastungen mehr eintreten werden? Also keine Mehrbelastungen eintreten wäre zu viel gesagt. Wir gehen aber davon aus, dass wir nach Kräften getan haben, was wir tun konnten, sowohl in der tatsächlichen Besetzung als auch in der Bereitstellung von Stellen, um die Belastungsspitzen abzubauen. Ja. Vielen Dank. Als nächstes die AfD-Fraktion, Herr Obern, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, die Frage bezieht sich auf die bevorstehende oder geplante Bilderberger Konferenz in Dresden. Vom 9. bis zum 12. Juni 2016 findet die sogenannte Bilderberger Konferenz in Dresden statt. Bei dem informellen Treffen beraten sich hochrangige Vertreter aus Wirtschaft und Politik. Wir haben im Zusammenhang mit anderen politischen Veranstaltungen immer wieder Diskussionen erleben müssen, ob und wie sehr solche Veranstaltungen dem Image Dresdens schaden. Die Bilderberger Konferenz hat für viele Menschen einen sehr schlechten Ruf. Sie steht für Globalisierung, Elitenwirtschaft und Demokratiefeindlichkeit. Deshalb möchte ich Ihnen folgende Frage stellen. Wertet die Landeshauptstadt Dresden diese Veranstaltung als wirtschaftlichen und ideellen Gewinn oder als Belastung für Dresden? Sehr geehrter Herr Urban, scheint hier ein ganz wichtiges Anliegen der AfD-Fraktion zu sein. Ich habe das schon letztens im Ortsbeirat dazu befragt worden. Insoweit eine Anmerkung sei mir erlaubt. Die Bilderberger Konferenz ist ein schönes Beispiel für die Bildung von Mythen. Aber zu Ihrer Frage, wenn wichtige Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft eine Stadt für ein Treffen auswählen, so ist das durchaus also ein sehr positives Signal. Nicht zuletzt deshalb, weil in letzter Zeit sehr oft die Frage gestellt wird, besonders aus den alten Bundesländern, kann man noch nach Dresden fahren, ist Dresden sicher. Insofern ja, diese Konferenz schätzen wir als einen Gewinn für Dresden ein, ideell und wirtschaftlich. Dankeschön. Meine erste Nachfrage wäre, mit welchen Einschränkungen für die Dresdner Bürger und Gäste Dresdens rechnet die Landeshauptstadt durch zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen und Demonstrationen zu der besagten Veranstaltung? Die Frage kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beantworten. Zweite Nachfrage wäre, haben Vertreter der Landeshauptstadt Dresden eine Einladung zu der Konferenz erhalten und wenn ja, werden Sie teilnehmen? Kann ich kurz beantworten, nein, wir haben keine Einladung bekommen. Gut, Dankeschön. So, dann kommen wir zur nächsten Frage in den Fraktionen, das ist die CDU-Fraktion, Herr Krüger. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, schon immer entstehen Unsicherheiten, Vorurteile und Gerüchte, vor allem durch mangelndes Wissen und schlechte oder fehlende Informationen. Gerade an dem seit Monaten in Politik und Medien dominierenden Thema der Flüchtlingspolitik wird dies immer wieder deutlich.
Das Beispiel der nicht, wie ursprünglich angekündigt, durchgeführten öffentlichen Informationsveranstaltung zur Asylunterkunft Altenberger Straße zeigt, dass leider auch Teile der Dresdner Stadtverwaltung dazu beitragen, wenn sich eben genannte Unsicherheiten, Vorurteile und Gerüchte in der Bevölkerung manifestieren. Dazu habe ich eine Frage und gegebenenfalls zwei Nachfragen. Warum hat die von der Beigeordneten für Soziales, Frau Dr. Kaufmann, Die Linke, im Sozialausschuss öffentlich angekündigte Informationsveranstaltung für Anwohner und Bürger zum weiteren Vorgehen mit der Asylunterkunft Altenberger Straße bisher nicht stattgefunden, obwohl mit der Belegung der Unterkunft bereits Tatsachen zwischenzeitlich geschaffen wurden? Wann und in welchem Rahmen findet zukünftig die öffentliche Informationsveranstaltung statt? Die Beantwortung übernimmt Frau Dr. Kaufmann. Ja, sehr geehrter Herr Krüger, danke für Ihre Anfrage erstmal. Sie sind einer Fehlinformation dahingehend aufgelegen, dass das Objekt als solches noch nicht belegt ist. Das Objekt muss nämlich erst einmal baulich ertüchtigt werden. Das ist jetzt erfolgt. Und gestern ist die Auswahl der Betreibung für das Objekt abgeschlossen worden. Insofern sind wir jetzt und damit seit gestern Abend befähigt, dezidiert Informationen an die Bevölkerung weiterzugeben. Und ich denke, Sie pflichten mir bei, diese Grundvoraussetzungen sollten erst geschaffen werden und auf dem Tisch liegen, bevor wir die Öffentlichkeit und die Bevölkerung informieren, möglicherweise an einem Tag der offenen Tür. Und genau das wird passieren. Wir werden also die interessierte Nachbarschaft einladen, das Objekt kennenzulernen und damit Fragen an die Verwaltung, an Herrn Oberbürgermeister Hilbert auch stellen zu können. Wir haben hierfür auch in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht mit den Willkommensinitiativen. Auch diese werden am Tag der Eröffnung mit vor Ort sein. Vielen Dank. Damit hat sich eine Nachfrage erledigt. Die zweite: Der Ortsbeirat Blasewitz hatte kürzlich einen Fragekatalog an die Verwaltung einstimmig beschlossen. Zusätzlich wurde von den Mitgliedern des Ortsbeirates angeboten, gemeinsam mit einer ortsansässigen Bürgerbewegung und der Ortsamtsleiterin Frau Günther einen Tag der offenen Tür zu veranstalten. Nehmen Sie dieses Angebot an? Ihre letzte Frage bitte nochmal. Eine ortsansässige Bürgerbewegung und auch die Ortsamtsleiterin Frau Günther von Blasewitz hatte angeboten, einen gemeinsamen Tag der offenen Tür für die Bürger zu veranstalten. Nehmen Sie daran teil oder nehmen Sie das Angebot wahr? Wir haben am 21.03. einen Tag der offenen Tür, an dem alle Akteure, die daran teilnehmen wollen, die Möglichkeit haben werden. Der Tag liegt in der Vergangenheit, 21. April, meinte ich. Entschuldigung, am 21.04. Da ich an diesem Tag in Breslau sein werde, wird Herr Oberbürgermeister Hilbert die Ehre haben, mit allen Beteiligten den Tag der offenen Tür zu feiern. Das ist nächste Woche. In der 18. KW oder frühestens ab der 18. KW wird dann eine Belegung durch asylsuchende Menschen am Standort Altenberger Straße stattfinden. Vielen Dank. Damit kommen wir zur nächsten Fraktion, Fraktion Die Linke, und das übernimmt Frau Bakow. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, in wenigen Wochen findet in Dresden wieder der Christopher Street Day statt, eine seit den 70er Jahren internationale und globale Tradition. Die Kernbotschaften des Christopher Street Days sind in Dresden ebenso wie andernorts die Forderung nach gleichen Rechten für Lesben und Schwule, der Kampf gegen Diskriminierung und insgesamt die Einforderung von Akzeptanz und Respekt gegenüber Minderheiten in der Gesellschaft. Mittlerweile ist es auch gang und gäbe in der ganzen Bundesrepublik, dass die Regenbogenfahne vor dem Rathaus gehisst wird und damit eine offizielle Solidaritätskundgebung für die Anliegen des CSDs zu signalisiert werden, also der Kampf gegen Diskriminierung und das Eintreten für Respekt und Akzeptanz gegenüber Minderheiten. Herr Hilbert, in den vergangenen Monaten haben Sie sich sinngemäß immer wieder so geäußert, dass Sie Dresden als weltoffene und tolerante Stadt präsentieren wollen. Daher möchte ich gerne in diesem Zusammenhang an Sie die Frage richten, ob Sie in diesem Jahr vor dem Rathaus in Dresden die Regenbogenflagge hissen werden als ein wichtiges
Symbol, eine offizielle Solidaritätsbekundung der Stadt für die Rechte von Minderheiten einzutreten? Liebe Frau Barkow, alle Jahre wieder kriege ich diese eine Frage oder wir als Stadt und verweisen alle Jahre wieder, dass es da eine Verwaltungsvorschrift für die Beflaggungsordnung in Sachsen, im Freistaat Sachsen für die Dienstgebäude gilt, an die wir uns auch halten. Wir haben aber auch letztes Jahr mit dem Veranstalter, ich glaube, auch einen guten Kompromiss gefunden, andere Fahnenmasten, die in unserer Zuständigkeit liegen, in dem Falle damals am Theaterplatz, zur Verfügung zu stellen und sind im Moment in der Prüfung, da wir ja nur ein paar mehr noch haben, also zum Beispiel auf der Hauptstraße wieder, was wir dieses Jahr gemeinschaftlich dann zur Verfügung stellen können, aber im Rathaus wird es nicht sein. Da möchte ich da gerne nochmal eine Nachfrage stellen. Also, dass man die Flagge vom Rathaus hisst, hat ja nun mal diesen symbolischen Wert. Das ist ja deutlich mehr, als jetzt die Hauptstraße zum Beispiel als Ausweichstandort zu nehmen. Sie verwiesen gerade auf die sächsische Beflaggungsverordnung. Da kennen Sie sicherlich auch Punkt 3, Absatz 3, der besagt, dass Flaggen aus örtlichen Anlässen in den kreisfreien Städten, was Dresden ja ist, durch den Oberbürgermeister angeordnet werden können. Das wären ja in dem Fall Sie. Das heißt, die Städte Leipzig, Chemnitz und Pirna machen das ja auch. Es ist sogar mit der sächsischen Beflaggungsverordnung möglich. Auch das haben wir schon tausendfach diskutiert, wie viele Anträge wir in der Vergangenheit nach solchen Wünschen haben. Und wir haben da kategorisch gesagt, nein. Und dabei bleiben wir auch. Okay, vielen Dank. So, wir kommen zur nächsten Frage. Bündnis 90 Die Grünen, das macht Herr Löser. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ganz kurz nochmal, es gibt schon Stadträte, die rumirren und Lautsprecher drehen. Ich kann das wirklich nur sagen, wir verstehen hier vorne zum Teil ganz schlecht, was Sie sagen. Vielleicht kann man das nochmal ernst nehmen und gucken, dass man irgendwie justiert. Ich komme zu meiner Frage. Es geht um Bäume, das ist schön. Die Verwaltung hat vor kurzem 6 Bäume auf dem Postplatz gepflanzt, war ein grüner Antrag. Ist geplant, noch mehr Bäume auf dem Postplatz zu pflanzen? Einstiegsfrage. Also Würm ab. Okay, dann Frau Jenisch, bitteschön. Nein. Und hier an den Cheftechniker. Kriegen wir das dann heute noch hin, oder? Vielleicht die einfach drehen zu uns, weil... Ich versuche es mal relativ laut. Hören Sie mich? Das ist schön. Nein, das ist nicht geplant. Wir haben ja feststellen müssen im Zuge der Vorbereitung dieser beschlossenen Baumpflanzung, dass der unterirdische Stadtraum im Bauraum im Postplatz voller Leitungen liegt und die Mittelpunkte, wo die Veranstaltungen stattfinden, sowas wie das Stadtfest und Hüttenzauber, sollten nutzbar bleiben. Deshalb sind weitere Pflanzungen leider nicht möglich. Aha. Gestatten Sie eine Nachfrage? Die momentane Gestaltung und Bepflanzung des Postplatzes war ja immer nur temporär vorgesehen und mich interessiert, wie ist denn die dauerhafte Gestaltung gedacht? Im Moment läuft für den Postplatz und den westlichen Promenadenring im Bereich der Marienstraße ein freiraumplanerischer Wettbewerb, ein europaweiter Wettbewerb, der im Herbst letzten Jahres von den Geschäftsbereichen Stadtentwicklung und Umwelt gemeinsam ausgelobt worden ist. In der Mitte dieses Jahres wird von einer Jury aus Landschaftsarchitekten und Stadtplanern, mein Kollege Raul Schmidt-Lamontin wird auch mit in der Jury vertreten sein, für die Stadtverwaltung der Siegerentwurf ausgewählt, der dann bei Befürwortung durch die politischen Gremien und einer Präzisierung der Planung ab 2018 umgesetzt werden soll, mit dem Geld, das ja im Haushalt dafür reserviert worden ist. Die Beete waren ja immer für 10 Jahre geplant, bleiben also stehen bis zu einer Umsetzung des Wettbewerbsergebnisses. Wo dann genau Bäume gepflanzt werden im Umfeld des Postplatzes, das werden wir dann miteinander besprechen und zu entscheiden haben. Auch die Ersatzgelder für die Fällungen, die jetzt im Umfeld des Postplatzes nach den Beschlusslagen, was da gebaut wird, vorgenommen werden müssten, liegen auf Verwahrkonten und wir brennen dafür, dann endlich diesen Promenadenring zu realisieren und mehr Grün in die Innenstadt zu bringen. Ah, vielen Dank, das hört sich gut an. Es war ja so die Mehrheit, es gibt jetzt wieder einen Betonpostplatz. Dazu meine dritte Frage ganz insgesamt. Die Menschen ärgern sich ja sehr über steinerne Plätze in Dresden. Wie wird das Reklamprojekt, regionales Klimaanpassungsprogramm, umgesetzt, um die Situation insgesamt zu verbessern? Ich finde, die Anpassung der Stadt an den Klimawandel, den wir schon zu erwarten haben,
sehr wichtig, damit die Stadt lebenswert bleibt. Diese Fragen, wie begrünen wir die Stadt, wie machen wir gerade den dicht bebauten Bereich, entwickeln wir ihn weg von der rein steinernen Stadt zu einer begrünten Stadt, sind ja gerade vom Umweltamt, aber auch von anderen Bereichen immer wieder angemahnt worden, aber oft in Entscheidungen über Planungen, eigene Vorhaben wie den Bau von Schulen und Kitas nicht berücksichtigt worden. Wir haben zwischen den Geschäftsbereichen Stadtentwicklung und Umwelt vereinbart, dass wir uns gemeinsam mit der wirklich notwendigen Umsetzung des guten Reklamprojekts zur Klimawandelpassung beschäftigen. Wir haben dazu gute fachliche Voraussetzungen und Ihnen im Ergebnis dieses Prozesses, der jetzt mit einem gemeinsamen Workshop beider Bereiche angefangen hat, Vorschläge zur Umsetzung unterbreiten. Ich bitte Sie, verehrte Stadträtinnen und Stadträte aller Fraktionen, bereits heute uns bei der Abwägung zu diesen Fragen zu unterstützen und auch die erforderlichen Gelder für mehr Begrünung im Haushalt, in den Haushalt einzustellen. Für uns ist auch wichtig, dass es absehbar zu einem Beschluss über den Landschaftsplan als Planungsgrundlage für die Klimawandelanpassungen kommt, den wir in den nächsten Monaten vorbereiten werden. Vielen Dank. Und zum Abschluss der Fragestunde für die Fraktionslosen heute Herr Bauer. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich habe eine ähnliche Frage, wie der Herr Dr. Gebel schon gestellt hat, nur noch etwas konkreter. Sie hatten im Januar eine Asylklausur durchgeführt. Im Anschluss daran gab es eine Pressemitteilung, in der Sie verkündet haben, dass im Jahr 2015 wohl zum Thema Asyl 110 neue Stellen geschaffen wurden. Für 2016 sind weitere 70 neue Stellen geschaffen worden. Dazu habe ich folgende Fragen. Wie viele der geplanten insgesamt 180 Stellen für 2015 und 2016 wurden bisher tatsächlich besetzt? In welchen Ämtern und für welche konkreten Aufgaben wurden die neuen Mitarbeiter eingesetzt? Und wie viele Stellen davon wurden befristet besetzt? Wie viele wurden unbefristet besetzt? Und die interessanteste Frage, woher stammen die Mittel für diese drastische Personalerhöhung in der Verwaltung, die ja meines Wissens im Doppelhaushalt 2015-2016 so nicht vorgesehen war? Auch hier übernimmt die Beantwortung Herr Dr. Lahmes. Wir haben in den Jahren 2015 und 2016 tatsächlich 160 Stellen für diesen Aufgabenbereich entweder tatsächlich besetzt oder sie befinden sich aktuell im Besetzungsverfahren, weil sich da der Stand auch ständig ändert. Denke ich, ist das die sinnvollste Angabe, die wir jetzt machen können, also 160 der 180 Stellen, die bereitgestellt werden sollen. Das spiegelt wider, dass natürlich durch die völkerrechtlich und nationalrechtlich abgesicherten Ansprüche von zahlreichen Menschen, die zu uns kommen, die von uns zu bearbeiten sind, zusätzliche Aufgaben anfallen. Das ist insbesondere im Sozialamt der Fall. Dort die Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und die Unterbringung Asylsuchender. Im Gesundheitsamt dort die Sachgebiete Erstuntersuchung Asyl und Sachgebiet Tuberkulose. Im Hochbauamt die Immobilienakquise für Unterbringungsobjekte. Im Jugendamt die Begleitung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge, im Bürgeramt die Beratung von Ausländerinnen und Ausländern und Asylbewerbern, die Ausstellung und Verlängerung ausländerrechtlicher Bescheinigungen und weitere Meldeangelegenheiten. Und am Ende ist es dann auch noch in der Stadtkasse ein Stellenaufwuchs, weil wir dort gezwungen sind, teilweise eben Leistungen bar auszuzahlen, und nicht in dem üblichen Überweisungsweg. Diese Stellen sind nicht zusätzlich geschaffen. Da muss man aufpassen, es sind Stellen, die im Doppelhaushalt ohnehin auch vorgesehen waren. Sie sind aus dem Doppelhaushalt heraus für diese Aufgaben bereitgestellt worden. Die im Doppelhaushalt bereitgestellten Mittel für das Jahr 2015 haben im Wesentlichen ausgereicht. Dort haben wir nahezu eine Punktlandung erzielt und haben kein zusätzliches Geld benötigt.
Es ist ein Mehrbedarf im Jahre 2016, personeller Mehrbedarf, der ist aber bereits im Finanzzwischenbericht des Jahres 2015 berücksichtigt worden. Ja, da habe ich natürlich zwangsläufig eine Nachfrage. Wenn Sie mir jetzt erzählen, dass Sie schon im Jahr 2014, im Dezember, als wir den Doppelhaushalt beschlossen haben, wussten, dass hier eine Asylflut auf uns zukommt und dementsprechend 110 Mitarbeiter für 2015 eingeplant haben. Das klingt jetzt etwas unglaubwürdig. Deswegen hätte ich dann gerne noch mal in der schriftlichen Beantwortung meiner Frage das ganz genau aufgeschlüsselt und vor allen Dingen natürlich auch, aus welchem Haushaltstitel dieses Geld dann kommt, das Sie ja angeblich schon eingeplant haben. Und eine Frage hatten Sie noch nicht beantwortet, wie viele von diesen Stellen befristet sind und wie viele unbefristet sind. Was ja in dem Zusammenhang interessant ist, weil ja die Asylflut irgendwann vorbei sein würde, dann stellt sich ja die Frage, was man mit diesen 180 Mitarbeitern macht. Also ob die dann weiter beschäftigt werden und wenn ja, in welcher Form und welcher Art und Weise. Also die Frage wäre nochmal, wie viele Stellen davon waren befristet und wie viele Stellen waren unbefristet? Die genaue Anzahl liegt mir in der Tat nicht vor, wie viele Stellen befristet und unbefristet sind. Im Sozialamt und im Bürgeramt sind überwiegend jedenfalls unbefristete Stellenbesetzungen vorgenommen worden. Im Gesundheitsamt überwiegend befristete Stellenbesetzungen. Sie haben mich, glaube ich, falsch verstanden, aber es war vielleicht auch nicht anders zu erwarten. Was die Frage der Schaffung und der Bereitstellung von Stellen angeht, in einem Bereich wie der Stadtverwaltung mit über 6.000 Stellen, die es gibt, ist im Rahmen der Stellenbewirtschaftung immer etwas unterwegs. Und wir sind in der Lage gewesen, ohne die haushaltsrechtliche Schaffung neuer Stellen durch Bereitstellung vorhandener Stellen für diese Aufgaben, die Aufgaben auch zu bewältigen. Vielen Dank. Damit wäre die Fragestunde der Stadträtinnen und Stadträte beendet. Wir verlassen damit den Tagesordnungspunkt 3. Gehen zu